Im Juli werden viele Beete wieder frei und können neu bepflanzt werden. Zu diesem Zeitpunkt eignet sich eine Aussaat aller schnell wachsenden Gemüsesorten. Dazu zählen Buschbohnen, Erbsen, Feldsalat, Mangold, Möhren, Radieschen, rote Beete, Rucola, Spinat und Stangenbohnen. Bei Salat bieten sich Sorten wie Endivie und Radicchio an. Außerdem können auch Kräuter wie Petersilie, Dill und Kresse noch ohne Probleme gesät werden. Damit dein Gemüse anschließend nicht den gierigen Schnecken zum Opfer fällt, empfehlen wir einen Schneckenzaun oder Schneckenkragen. So hältst du die Weichtiere von deinen Pflanzen fern. Vorgezogene Jungpflanzen gehören jetzt ebenfalls ins Beet. Dazu gehören Sorten wie Blumenkohl, Kohlrabi, Lauch, Rosenkohl, Steckrübe, Wirsing, Grünkohl, Fenchel, Chinakohl, Winterheckenzwiebel und Brokkoli.